Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, was für Folgen. Roventa tot beim Zähmen durch einen Skorpion. Und seit dieser Zeit habe ich hier keinen einzigen Skorpion mehr gesehen. Das ist. War es Karma? War es einfach. Weiß es nicht. Es ist einfach. Es tut mir einfach sehr weh in meinem Herzen, ja. Deshalb würde es mich jetzt natürlich noch mehr freuen, wenn wir es schaffen, diesen Stier zu zähmen. Ich werde nun mal Folgendes tun. Ich werde mal ganz kurz gucken. Ich kann doch einen Bogen herstellen, oder nicht? Das ist ein Fischernetzbogen. Ich werde mir mal einen Bogen machen, weil mit dem Bogen mache ich nicht ganz so viel Schaden. Jetzt hoffe ich nur, dass die Pfeile. Auch in den Bogen passen, was ich nämlich nicht vermute. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist. Das ist super prickelnd. Das ist super. Wirklich super. Das ist super toll. Speer. Pfeile. 31. Okay, wir werden mal 31 Pfeile herstellen. Wir haben es ja noch ein bisschen. Immer die Materialien. Weil ich denke, dass das vielleicht besser ist. Weil wir da nicht ganz so viel Schaden damit machen und ich es vielleicht besser teilen könnte. Ist das Haar von Roventa. In den Arsch schießen. Müsste reichen. Alter, wie soll man den füttern? Freunde, irgendwie ist es daran wieder. Das war schon mal damals so, als wir auf dem Server mit der Halli. Der erste Stier hat ohne Probleme funktioniert. Wäre da nicht dieses blöde Viech dagegen gekommen, hätte es geklappt, aber. Ich komm noch nicht mal an ihn in die Nähe. Komm noch nicht mal in die Nähe dieses Tieres. Noch nicht mal ansatzweise. Und dafür muss der Roventa sterben. Toll. Danke, Spiel.
Ach, Freunde. Hätten wir vielleicht etwas anders machen sollen. Hätten wir es vielleicht einfach sein lassen sollen und keinen Stier mitbringen nach Hause. Ich dachte halt, es wäre mal eine gute Idee. Es wäre mal schön. Es wäre ja auch eine gute Idee gewesen. Dann hätten wir vielleicht einen gehabt. Den ersten. Aber nein. Roventa musste ja sterben wegen Skorpion. Und im Endeffekt hat es sich nicht gelohnt, weil wir haben keinen Stier. Aber ich weiß nicht, ob das ist so ein bisschen schade, dass diese Stiere halt dann, wenn du sie dann mit der Bola hast, halt einfach die ganze Zeit mit dem Kopf, der hatte die ganze Zeit den Kopf, wie soll ich denn das machen? Also, wie soll das funktionieren, wenn ich noch nicht mal einen Millimeter drankomme? Hallo? Hallo? Hi? Hi? So, was mal, es wird jetzt Tag. Vielleicht gehen wir ganz kurz aufs Schiff, machen die Sachen hier leer und gucken. Oder gucken wir gleich. Komm, wir gucken gleich. Wir gucken mal hier rum, vielleicht. Vielleicht sehen wir ja ein Pferd oder so. Vielleicht können wir ja versuchen, wenigstens. Versuchen. Eine Roventa vielleicht oder so. Hoffen, dass. Dass es funktioniert. Hallo, Schwein. Oh Mann, das ist so ärgerlich gerade. Es glaubt mir gar nicht, wie mich das gerade fuchst. Klar, das passiert. Das ist Atlas, ja, das wird passieren. Und auf kurz oder lang. Ja, aber nicht so. Das war halt schon wieder so unnötig. Ist unnötig. Voll unnötig war das. Das war der unnötigste Tod, den man sich hat vorstellen können, weil sie auf passiv gestellt hat. Ja, aber muss sich ja. Sonst hätte sie ja dann wäre sie wahrscheinlich den Stier gestorben, weil der Stier sie kaputt gemacht hätte. Wenn sie den Stier angegriffen hätte, dann. Ach, wie man es macht, ist nicht richtig. Ich glaube, das ist eher eine Kuh-Elefanteninsel und keine Pferdeinsel. Vor allem, jetzt geht sie los und sucht ein Pferd. Ja, wow. Dass wir halt eine Roventa hatten, ein Pferd hatten, das war halt echt. Ja, das war halt schon Glück. Weil man halt wirklich. Man muss das Pferd ja mit der Bola zähmen und da hatten wir echt Glück. Dass das halt da zwischen den zwei Palmen reingepackt ist und. Ich hätte einfach dabei bleiben sollen. Ich hätte es einfach nicht machen sollen, diese Stierzähne. Ich hätte es nicht machen sollen, Leute. Das war halt der Fehler, den ich gemacht habe. Ich dachte halt, das ist das sicher, Roventa, ne? Da kommt keiner. Und vor lauter Zähmen habe ich halt gar nicht gemerkt, dass Roventa angegriffen worden ist. Die hat aber auch nichts gesagt. Die hat mal kurz gewirrt und auf einmal liegt sie da tot, weißt du? Tot! Nicht einfach nur bewusstlos vom Skorpion, nein, tot! Einfach so tot! Auch eine schöne Insel. Und wahrscheinlich jetzt, wo man dann Pferde sucht, da findet man keine mehr. Das ist immer so. Ja, da, wo man sie sucht. Da findet man keine mehr. Oh, warum ist die Schlange jetzt gerade umgefallen? Ist sie an der Schwäche gestorben, oder was? Oder meine bloße Anwesenheit hat ausgereicht.
mir auch mal was drauf einbilden. Es ist halt ärgerlich. Es ärgert mich wirklich gerade. Ich hätte es. Man könnte sich stundenlang überlegen, hätte ich es anders machen können? Habe ich was falsch gemacht? Hätte ich es vielleicht doch nicht machen sollen? Und. Hätte. Fahrradkette. Ich habe es gemacht, ja. Und das. Was ist das nochmal hier? Ah, das ist dieses. Okay. Was? Das ist auch Kobalt. Ja. Da kann man sich jetzt stundenlang drüber unterhalten oder sagen, hey, vielleicht hätten wir es nicht so gemacht. Dann wäre es vielleicht anders da gekommen. Vielleicht wäre sie aufgefressen worden von was anderem oder. Ich weiß es nicht. Hat mich gesehen? Ja, das ist immer so eine Frage. Ich habe halt einfach zu spät reagiert, weil ich halt so beschäftigt war mit dem Zähmen. Hätte ich vielleicht keinen Stier gezähmt, wäre es vielleicht anders da gekommen. Dann wäre Roventa jetzt vielleicht noch am Leben, ja. Das weiß ich. Aber gut, genug von Roventa gesprochen. Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Ja. Roventa ist Geschichte. Und wir werden jetzt alleine hier unsere Streifzüge machen und vielleicht finden wir ja auf irgendeiner anderen Insel noch eine weitere Roventa oder ein anderes Pferd oder irgendwas dergleichen. Schauen wir uns erstmal hier noch ein bisschen um. Bis auf ein paar Beeren und sowas gibt's hier eigentlich auch nichts Neues. Honig. Was war das denn? Da hatte ich Mist. Ja. Honig, Giraffen, sonst eigentlich nichts. Hi. Sonst gibt's hier nichts. Elefanten, aber jetzt keine neuen Dinge wie Mais. Oder sowas. Das habe ich nicht gesehen bis jetzt. Da ist eine Schlange wieder. Der Schuss, der saß aber voll. Voll im Gesicht. Da ist wieder ein Stier. Guten Tag. Na du. Hi. Naja, wegen einem von euch. Ja, ja, genau. Musste meine Roventa sterben, weil ich mit euch beschäftigt war. Meint ihr, der Stier folgt mir hier hoch? Leitet der gerade hier hoch? Meinst du? Fällt dir eigentlich ein, mich zu pieksen, hä? Dass ich bewusstlos werde, oder was? Ich dachte, vielleicht doch nochmal versuchen. So mal ohne Zähmgehege.
Der da hoch? Okay. Ja, er kommt da hoch. Okay, hat sich erledigt. Ja. Wir werden keinen Stier mehr zähmen. Nein. Das werden wir irgendwann mal in Angriff nehmen, wenn wir wieder zu Hause sind oder irgendwas dergleichen. Aber so werden wir das nicht versuchen. Liegen überall Leichen rum. Ist das von den Skorpionen oder was? Wir werden höchstens noch versuchen, auf unserer Reise dann eine Rowenta zu finden. Also nochmal ein Pferd und vielleicht dann ein Pferd noch zu zähmen oder dann zu Hause auf unserer Insel wieder ein Pferd. Aber es wird definitiv wieder ein Pferd geben, versprochen. Also das werde ich mir nicht nehmen lassen, mir wieder ein Pferd zu zähmen. Auch wenn es wahrscheinlich ein paar Tage dauern wird, bis wir das wieder haben oder bis wir das dann gezähmt haben oder... Ja, es wird wahrscheinlich schwieriger werden, wie ich mir jetzt überlege oder wie ich dachte, aber es wird auf jeden Fall passieren, weil es ist einfach eine mega Erleichterung, so ein Pferd. Mein Herz schmerzt. Spätestens im neuen Jahr haben wir wieder eine Rowenta. Ja? Oder ein Klaus oder Herbert oder wie auch immer wir dann unser Pferd nennen werden, Männchen oder Weibchen, ja, das ist mir dann völlig, völlig wurscht. Aber ein Pferd wird es definitiv wieder geben, so, wir essen jetzt mal vor lauter Frust die ganzen Beeren, hier ein paar Beeren essen. Auch tut weh. Langsam Hunger. Das ist halt... Es ist halt echt, es ärgert mich so, Leute, wirklich. Da, wegen euch Bananenköpfen, wegen... Gut, getötet habt ihr sie nicht, aber weil ich einen von euch zähmen wollte. Deshalb ist alles passiert. Deshalb ist es überhaupt alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und jetzt sind sie auf einmal wieder alle da, ne? Ach ja. Guten Tag, Herr und Frau Elefant. Ja, wir sind allein unterwegs. Wir kamen zu zweit, wir sind nun alleine wieder. Auf dem Schiff sind wir zu dritt. Mit den Tieren. Meine Crew. Okay, ja gut, noch mehr. Sollte ich ja dazu zählen, ne? Ist ja auch schon Familie. Aber Rowenta wird nie wiederkehren. Rowenta wird nicht wiederkehren. So. Aber wir kehren nun dieser Insel hier den Rücken zu. Denn hier sind zu viele Erinnerungen, zu viel Schmerz, der noch tief sitzt. Ja. Und wir werden hier definitiv nicht unser neues Zuhause errichten. Wenn jetzt das einer von euch hier zum Beispiel in den Kommentar schreibt, ey, du, die Insel hat mir voll gut gefallen. Bau doch da. Nein, hier nicht. Hier ist Rowenta gestorben. Hier haben wir nichts gewonnen, aber alles verloren. Möge sie in Frieden ruhen. Ja. Und möge sie irgendwann uns wiedersehen im Himmel von Atlas. Werden wir sie wahrscheinlich irgendwann wieder treffen, wiedersehen. Aber bis dahin muss sie sich alleine durchschlagen.
was Roventa natürlich super kann. Ja, ich bin davon überzeugt, dass Roventa das auf jeden Fall schaffen wird. Und ja, meine Lieben, wie es weitergeht und was uns dann auf unserer Reise noch alles so erwartet und ob wir es sicher nach Hause schaffen oder ob uns vielleicht auch irgendetwas zustößt. Ja, das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen.